Hallo und herzlich willkommen zum Tag Nummer 5 der Hypnose-Intensivausbildung. Ich möchte heute mit dir über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar über das Thema emotionale Resonanz. Unter emotionaler Resonanz versteht man so etwas wie unbewusste Anziehung, dass sich also gewisse Energien treffen. Das kann inkludieren, dass man bestimmten Personen begegnet oder in bestimmte Situationen hineingerät und auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu diesen Personen oder auch Situationen findet. Was ist denn die Grundlage von emotionaler Resonanz? Die Grundlage ist das, was wir in uns spüren. Das, was wir während der Kindheit innerlich und auch äußerlich erlebt haben, hinterlässt so etwas wie einen inneren Fingerabdruck, also eine Art emotionale Spur. Und das ist ein Punkt, der auch sehr viele Patienten in die Hypnosepraxis führt, ist, wenn sie beispielsweise emotionale Verletzungen in der Kindheit erlebt haben, zum Beispiel das Gefühl erlebt haben, nicht gesehen zu werden, dass sich dann häufig so eine Art emotionale Spur einprägt in den Menschen und es durch das Gesetz der emotionalen Resonanz dazu kommt, dass dieselbe Person auch später im Leben immer wieder das Gefühl bekommt und in Situationen hineingerät, zum Beispiel Partnerschaften, wo die Person das Gefühl hat, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wahrgenommen. Und wieso ist das denn jetzt der Fall? Wieso ist es so, dass wir, wenn wir gewisse Gefühle als Kind gespürt haben, die sich im Unterbewusstsein eingeprägt haben, auf einmal unbewusst uns in eine ähnliche Konstellation hineinbegeben, wenn wir später junge Erwachsene oder auch ältere Erwachsene sind? Das hängt damit zusammen, man kann sich das vorstellen wie eine Art Kreis mit einer Art Auslassung. Und diese Auslassung ist wie ein individueller Fingerabdruck. Die Frage ist jetzt immer, passt deine Auslassung, also passt das, was du innerlich spürst, zu dem, was dein Gegenüber spürt? Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Frau erfährt als Kind das Gefühl von Gewalt, dass der Vater also sehr dominant, sehr gewalttätig ist. Und dadurch wird eine ganz gewisse Auslassung in diesem Kreis herangebildet. Dieselbe Frau begegnet später im Leben einem Mann, von dem sie sich unbewusst angezogen fühlt. Und dieser Mann entpuppt sich später auch als gewalttätig, entpuppt sich später auch als sehr dominant. Wie hat es dann dazu geführt, dass beide Menschen sich getroffen haben und beschlossen haben, zusammenzuleben oder eine Partnerschaft zu führen? Das ist das, dass der neue Mann, also der Mann, den die Frau als Erwachsene trifft, sozusagen auch so eine Art Fingerabdruck in sich trägt und genau mit diesem Fingerabdruck in diese Auslassung hineinpasst. Du wirst also feststellen, dass du bei sehr vielen Patienten, die du behandelst, so etwas wie Leitthemen findest, die so eine Art oder die emotionale Resonanz wiedergeben. Dass ein Mensch also, der verletzt worden ist, wieder später im Leben verletzt wird. Dass ein Mensch, der nicht gesehen wurde, später im Leben auch vom Partner nicht gesehen wird. Wie kann man das beenden, diese Misere? Man kann sie so beenden, indem man die zugrunde liegenden Gefühle, also die Auslassung, die sich durch die Verhaltensweisen der Eltern im Kind niedergeschlagen haben, dass man diese Auslassung behandelt und den damit verbundenen emotionalen Schmerz einfach in der Hypnose abarbeitet. Dann heilen die Menschen aus, also Gefühle wie Traurigkeit, Angst, Schuld, Scham werden abgebaut und auf einmal verändert sich die emotionale Resonanz des Menschen und er merkt auf einmal, dass er sich von anderen Menschen angezogen fühlt, die eben eine andere Auslassung hatten oder haben als der Ex-Partner. Man kann also ganz gezielt mit der auflösenden Hypnose die Konflikte aus der Kindheit abarbeiten und somit die Gefühle abarbeiten und somit auch die emotionale Resonanz mit abarbeiten und dafür sorgen, dass Menschen eine gesunde und angenehme emotionale Resonanz in sich tragen, die dazu führt, dass angenehme, wohlwollende Menschen auf sie oder ihnen begegnen und auch dann wirklich zusammenfinden und zusammenbleiben, genauso wie das andere Situationen, andere Lebensereignisse dann letztendlich zu diesen Menschen finden, weil das, was sie an Emotionen in sich tragen, was sie nach außen geben, auch auf der unbewussten Ebene, eben positiv ist. Also deshalb mein Tipp, achte auf sowas wie die emotionale Resonanz, achte auf etwas wie den roten Faden, also Dinge, die sich wiederholen im Leben des Patienten und arbeite wirklich ganz intensiv an den Ursachen, da wirst du wirklich wahnsinnig viel für dich und für deine Patienten erreichen können. Das war's für heute, wir beide sehen uns morgen wieder.